Jerusalem ist total interessant, gerade auch für junge Leute. Einfach mal, man muss schon sich darauf gefasst machen, dass man da erstmal wie in andere Jahrhunderte zurückkommt. Man sieht meinetwegen die jüdischen Haredim, die Frommen, die Hasidim, die jüdischen Mystiker, wenn man so will. Da denkt man, man ist im Mittelalter. Dann geht man in die Grabeskirche und hat Liturgien in Sprachen, Armenisch, Syrisch, Äthiopisch, die man noch nie gehört hat. Da hat man Liturgien, die sind 1500 Jahre alt, die sind da im 4., 5. Jahrhundert entstanden. Also ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte mal die Grabeskirche sich in Ruhe angeguckt haben und dann nicht erschrecken, dass da alles drunter und drüber geht. Das sind oft, das muss man sich echt vorstellen, 3, 4 Liturgien gleichzeitig. Das geht nicht anders, weil jeder will ja am Sonntag seine Liturgie feiern. Also muss das gleichzeitig sein. Da gibt es einen ganz ausgeklügelten Schedule sozusagen, wo genau das festgelegt ist. Man kommt dann da rein und dann schallt es aus allen Seiten gleichzeitig. Und das sollte man mal machen und sich dem aussetzen und sich klar machen, Christentum heißt eben auch dieses Miteinander oder dieses gleichzeitig von Sprachen, Kulturen, Riten. Und die Deutschen sind oft ganz entsetzt, weil sie sagen, was ist denn das für ein Chaos? Das hat doch nichts mit Gottesdienst zu tun. Nee, lass mal sagen, jetzt gehe ich mal rein, guckt mir das an. Andere Christen beten anders, andere, die verhalten sich anders. Also das sollte man unbedingt einfach mal in Ruhe oder länger auch sich angeguckt haben. Dann gibt es die Klagemauer. Die Klagemauer ist ja der Ort, wo der für die Juden eigentlich der zentrale heilige Ort in Jerusalem ist. Die Klagemauer ist ein Teil der Mauer, die früher zum dann schon 70 nach Christus zerstörten Tempel gehört hat. Also der einzige Ort, wo sie die Juden praktisch dem nahe kommen, was mal der Tempel war, ist diese Mauer. Riesige Mauer aus grandiosen, riesigen Steinen. Das kennt ihr vielleicht vom Fernsehen. Und da kann man auch hin. Man kann auch als Christ, muss man halt als Mann, muss man sich dann eben was auf den Kopf setzen, als Frau sich entsprechend auch, kleiden, also nicht im Spaghetti-T-Shirt dahin gehen. Aber man kann dahin und man kann sich dann mitten in die jüdischen Gläubigen auch einfach reinbegeben, mit denen zusammen an diese Mauer gehen, mal hören, wie die beten, wie die klagen, wie die auch singen. Also das sind ganz faszinierende Erlebnisse. Man muss ein bisschen so die Fremdheit überwinden und sich einfach reinbegeben in das. Vor allem am Freitagabend, wenn der Schabbat beginnt. Also das wäre das Zweite. Das Dritte, man kann auf den Haram al-Sharif, also auf dieses Plateau, wo der Felsendom steht und die Al-Aqsa-Moschee, da kann man leider nicht rein. Aus politischen Gründen geht es nicht. Aber man kann diesen Ort einfach betreten und man kann diese Weite dieses Platzes einfach genießen. Es ist, glaube ich, nach Angkor Wat in Kambodscha der größte heilige Hain, den es auf der Welt überhaupt gibt. Wunderschön einfach der Felsendom. Dann sollte man durch die Altstadt gehen, würde ich jedem mal raten, einfach nur hörend. Man hört dann den Muezzin, man hört die christlichen Pilger, die beten, man sieht die orientalischen Mönche mit ihren schwarzen Gewändern da durch die Stadt gehen und gleichzeitig die europäischen Touristen. Also man sieht das alles auf engstem Raum. Und man kann sich dann, glaube ich, wenn man das möchte, einfach mal ruhig hinstellen, wenn man einen ruhigen Ort findet, und sich fragen, Gott, wie siehst du deine Kinder? Also man sieht ja alle, Juden, Christen, Muslime und vor allem auch viele Nichtgläubige, aber sehr Interessierte. Es gibt viele Israelis, die sind total säkular und die kommen immer wieder nach Jerusalem,
weil sie doch irgendwie Interesse haben an dieser religiösen Welt. Und auch viele Touristen. Ne? Und dann habe ich oft gemacht, dann habe ich mich hingestellt und gesagt, Gott, wie siehst du jetzt deine Kinder? Also, was ist es für dich, wenn wir da alle versuchen, dich anzubeten und zu verehren, ne? Gegeneinander, nebeneinander, gleichzeitig? Und die Frage habe ich erst, seit ich das gesehen habe, ne? Wie eben so auf so unterschiedliche Weise Menschen Gott verehren oder Gott suchen oder auch Gott aus dem Weg gehen, ne? Gott bekämpfen. Ich finde, so Erfahrungen kann man eigentlich in dieser Stadt nur machen. Ich würde gerade auch junge Leute, die meinetwegen gar nicht gläubig sind, trotzdem sagen, geht mal nach Jerusalem mit sehr offenem Herzen, ne? Und lasst es mal auf euch wirken. Möglichst die Vorurteile versuchen immer wieder zurückzuschieben. Und man kann da was, glaube ich, spüren davon, dass Religion mehr ist als nur Ideologie oder Fanatismus, sondern eine Kraft, die, glaube ich, ja, sehr groß ist auch in Menschen.